Auf zu den Katakomben. Geschafft, Soph. Marianne ist in Sicherheit. Perfekt. Schnell raus hier. Solchen Spielen bin ich ungern in Krankenhäusern. Videokassette. Na, das war klar, dass die uns hier empfangen. Oh nein! Ich bräuchte mal. Warum dauert das so lange, Soph? Ich brauche Ihre Hilfe! Soph? Ich wurde überrascht. Von hinten. Sehr gut, diese Aufmunterung hier. Das kann ich gebrauchen. Taps, 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 taps. So, dann mal raus hier. Da ist hier noch jemand. Da war noch jemand. Schwere Waffe können wir noch nicht nehmen. Läuft gerade Mond, ja. Die Käfer spielen wieder. Okay, so. Verdammt! Sind wieder da und Einsatz bereit! Der ist ein großer. Na komm. Und down. Du hast keine Verstärkung mehr. Danke, Sohn. Party. Hier müssen wir noch ein Mikro verstecken. Ich will jetzt lieber zurück zur U-Bahn. Das Spiel mal speichern. So, auf zum Metro. Wie geht's zum Metro? Hier kam man doch, glaube ich, raus. Natürlich müssen wir dann nochmal wieder herkommen und ist ja auch wieder. Kommandant ist tot. Stufenaufstieg. So, ich werde mal schnell. Luftballons. Ich komm ja schon.
So, auf in die Katakomben. Da schauen wir uns jetzt mal um. Okay, dann zeige ich euch mal die Basis. Hallöchen. Wir haben massiv und hier haben wir durch den Auftrag angenommen. Wir müssen ein gemeinsames Herz, was wir nicht brauchen. Ja, hallo. Hi. Zu wessen Quest haben wir erfüllt? Dann war schon. Ich hatte den Strom auf. Ah ja, Wetter Marianne. Das haben wir fertig. Jetzt haben wir noch zwei weitere Missionen, die wir machen könnten. Ich würde jetzt als nächstes erstmal der Hauptquest folgen. Nachdem wir uns in der Basis umgeschaut haben. Gibt's Gesundheit? Hier kann man duschen, baden. Das ist eine Badewanne. Das sind Schlafkajüten. Betten. Und jetzt durch die Minen, durch die Neonminen. Nach oben. Hier gibt's nochmal ein Herz, falls wir es brauchen. Haben wir gerade nicht nötig. Bonjour. Hallihallo. Hier unten riecht's alt und nach Trauer. Nessbar. Was Nessbares? Mach mein Nessbares. Meine Tante hat mir alles über den Widerstand gegen das Regime beigebracht. Ich bin in Straße. Die Krankenstation ist hier. Mir ist sowas in der Kapelle, das ausschaut. Sehr interessant. Das werde ich mir mal angucken. Hier haben wir eine Shooting Range, eine Shooting Station, die wenig interessant ist. Okay. Die Brühen haben wir mal. Sowas drin. Abby haben wir schon. Jax. Elite-Hans Spielautomat, da gehen wir gleich nochmal hin. Widerstandskämpfer haben wir hier. Gibt's einiges an Texten bei Lesbarem. Das lesen wir später. Das habe ich euch schon vorgelesen, aber die Aufnahme ist verkackt. Das machen wir später nochmal. Die Shooting Range ist hier relativ unspaßig. Dann können wir hier, kommen zu zweit. Ja, es ist hier unspannend. Und ich verstehe es nicht, oder? Es ist einfach massiv unspannend. Ja. In Wolfenstein 2 hatten wir wenigstens ein richtiges Areal dafür, wo wir durch mussten. Bonjour. Hallo. Konnten. Ihr habt Marianne ge... Oh, mon Dieu. Habt ihr Claude? Okay, wir haben sie gerettet. Vielleicht die nächste Mission. Nein, danke. Okay, gab es noch irgendwo den... Ich bin hier, um Nazi zu Spielautomaten. Nur dafür liebe ich. Ich muss sagen, insgesamt diese. Das Abby. Alle wollen hier was von uns. Könnt ihr uns bei was helfen? Meine Setquest angenommen hat, hat sie vorhin so alle was.
Also ich muss schon sagen, was die Geheimbasen hier angeht, nimmt das schon ordentlich ab. Hier ist ein Sackgasse, da kommt man nicht weiter. Also Wolfenstein 1, die Basis. Da hat man das Spiel auf dem. Hat man das Spiel Wolfenstein 3D, das Ding in dem Traum, in dem Bett dort, konnten wir das spielen. In Wolfenstein 2 hatten wir das im Arcade-Automaten. Und hier, wenn ich es mal finde. Wait, Hallöchen. Hier haben wir die Möglichkeit. Nicht Wolfenstein 3D zu spielen, sondern hier. Hier haben wir es. Hallo, mal kurz Zeit. Videokassette gibt's hier. Nein, gerade eher nicht. Hier können wir Nitans spielen. Wolfenstein bloß halt. Ja. Schon mit Widerstandskämpfern oder so. Keine Ahnung. Das ist der Boss, der Endgegner, werden wir gleich sehen, wer der ist. Das ist ein anderer. Hat natürlich hier gute alte Klassiker Wolfenstein Vibes. Ist ein bisschen anders. Und da kommen wir her. Ein bisschen Heilung. Die Wörter haben sie übersetzt. Nicht schade. Ist auch nicht mehr mein Leben. Jetzt noch nicht weiter. Und da hinten gibt es einen Schlüssel. Wir kämpfen uns mal durch. Gibt's Heilung? Ah ja, hier waren wir schon. Look out! Oha! Wie schnell überleben verlieren. 26 Heilung. Und das ist vorbei. So, jetzt spielen wir mal das zweite Kapitel, was spielbar ist. Jetzt haben wir hier das große Finale. Es hat nur zwei Level. Da haben wir jemanden. Im Originalspiel war das übrigens hier, da hatten sie den. My
Leihflotte hier gesagt. Ja. Da hat man hier den Hitler gehabt, den Heiler. Der Heiler. Wie sie ihn genannt haben an Wolfenstein. Natürlich keine Ähnlichkeiten. Den man hier besiegt hat. Hier ist es wohl scheinbar Blaskowitz böser Klon oder so. Was war jetzt? Oh verdammt. Noch Schuss mitnehmen hier. Dann hier entlang. Look out, Raihan! Look out! Das ist er tot. Oh, verdammt! Riesen konnte man nicht ausschalten. Dann kommen noch weitere Soldaten. So, here we go again. Einmal versuchen wir es noch. Verdammt. Okay, wir haben es nicht geschafft. Maria ist auf dem ersten Platz. Da war ja Elitans, die neue Ordnung. Ja. Und das war's im Prinzip. Auch dass man die Nebenquests annehmen kann. Wie die Ratten rumlaufen. Wo ist das im Prinzip, was das Quartier zu bieten hat? Das finde ich im Vergleich zu. Das muss man wohl irgendwie sagen. Muss ich das Spiel auch mit den zwei Vorgängern vergleichen? Ist das Ding. Naja. Schwach. Also ich finde, das ist bisher die schwächste Basis. Überzeugt mich bisher nicht so wirklich. Das Nazi-Skin macht hier wirklich Spaß an Wolfenstein 2, Wolfenstein 3 hier sozusagen. Youngblood. Ich finde die Idee richtig cool. Ich kapier's nicht. Das Regime ist doch nur noch in Europa. Finde ich nicht schlecht, dass mit den zwei Schwestern, die sich gegenseitig heilen können, ist manchmal ein bisschen overpowered. Ergibt Sinn, schätze ich. Und gerade wenn man levelt, also das Leveln kann man ja vergessen. Also was man hier, gerade wenn man hier bei Verstand und Kraft, wenn man da so ein bisschen. Braucht man nicht viele Punkte, um da zu leveln. Hier haben wir auch wieder was, können wir hier auch eine Fähigkeit lernen. Bewege ich mich in beglückte Haltung schneller. Mit Kraft gibt es ja auch Sachen. Maximalen Rüstungswert auf 100, ja, da können wir auf 55 dann kommen. Große Waffen, kannst schwere Waffen führen. Kosten 4, ja genau, das ist. Das brauchen wir unbedingt. Ja, dadurch. Ja. Auch die Charaktere, der Widerstand, der ist mir bisher nicht so wirklich ans Herz gewachsen. Also die. Jetzt, die Namen sind auch noch nicht wirklich so da. Das ist halt so ein bisschen der französische Widerstand hier. Ich weiß nicht. Das wird für so eine. So ein Caroline Becker aus Teil 1. Es war schon Max Hass und den. Klaus hat mal Teil 1, der in Teil 1 gestorben ist. Das bleibt in Erinnerung. Das ist halt die.
kann ich fast alle mit Namen aufzählen, lieber. Und jetzt hat man natürlich die Familie, die Anja und der BJ. Und hinter zwei hatten wir auch den General Wyatt, den Set und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen. Und hier haben wir hier die doch ziemlich gesichtslosen. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich sagen will? Die Ideen hier, das ist der Name Dimitri, der hat eine kommunistische Maske irgendwie drauf und ist irgendwie russisch und. Aber das ist jetzt kein. Storytechnisch sind die irgendwie nicht. Da muss ich ein bisschen meckern. Das Kämpfen und so weiter. Auch hier die. Und der 2, die. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber die. Die Chefin nach Caroline, das ist die. Man sich zumindest auch eingeprägt und jetzt im Vergleich dazu ist das hier wirklich momentan von der Story her ist das wirklich die Story ist schwach bisher. Ich weiß nicht, was das noch, ich weiß auch noch nicht, also der Widerstand ist schwach, die Gegner sind schwach. Ich habe nach wie vor an dieser Stelle muss einfach mal sagen, ich weiß noch nicht, wo. Wir haben jetzt hier die drei Brüder als Türmer, die wir ausschalten. Aber wer ist unser Feind? Also wer ist der Gegner hier? Es ist absolut kein. Es gibt kein, also in Teil 1 hat man den Totenkopf, den General Totenkopf, in Teil 2 hat man die Frau Engel. Hier haben wir jetzt, ja, hier hatten wir am Anfang so ein bisschen den Herrn Winkler, den General Winkler. Den wir aber sofort ausgeschaltet haben, im ersten, also noch vor dem Vorspann, vor dem Titel-Screen. Ich glaube, dieser Bosskampf, den wir am Anfang gemacht hatten, der hätte am Ende kommen sollen. Hätten wir den General Winkler hier die ganze Zeit als Bösewicht gehabt, oder. Momentan ist so ein bisschen, ja, warum, also jetzt, mir fehlt momentan so ein bisschen das, warum sollen wir jetzt zu den drei, wir sind auf der Suche nach dem Vater, ja, okay, der soll sich da irgendwo verstecken, geschenkt, aber es fehlt so ein bisschen das, die böse Figur, der böse Boss-Gegner, der, so ein bisschen auch die Motivation, warum sollen wir jetzt die Türme ausschalten, warum, also, ja, aber gut, gemeckert hier. Wir gehen nach Klein-Berlin zurück und starten den Überfall auf Bude 1. Nachdem wir die Katakomben uns angeguckt haben. So, da wären wir wieder. Könnten Feinde in der Nähe sein. Da sagst du was. Ach, Hundi ist wieder da. Fantastisch. Wird alles wie vorher. Ja, Schwester! Du bist die Beste, verdammt! Schaff das!
käme aus der 2D hier. Der mich gerade. Der mich gerade aufweicht. Und zu Boden aufweicht. Die Heilung gibt's nicht mehr. Nee, das mache ich. Und man wird das down. In den Arsch geschossen. Wir stecken im Kopf an der Mauer. Auch gut. Alles unter Kontrolle haben sie. Aha. Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Mädels, wo müssen wir hin? Das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon, damit wir an Informationen kommen. Viel Erfolg. Ja, dann müssen wir so genannt. Sehr ruhig hier. Nicht so böse bin ich nicht. Zerstör nicht das Kinderspielzeug. Jetzt hier müssen Rüstungen geben. Münzen. Hier kommen wir nicht durch. Na toll. Wie kommen wir aus diesem Hinterhof? Okay, nicht. Das hat ja viel gebracht. Sitzt da oben jemand? Okay, dann können wir da hochkommen, oder? Da glaube ich sogar rein. Ich sehe, dass das machbar ist. Hier geht's rein. Wir sterben hier viel leichter, aber es ist auch hier durch die Regeneration ist auch vieles mehr möglich. Stirbt man auch nicht öfters. Ende des Gitter. Geld.
Denkst du, dass wir am Ende Papa finden werden, Sir? Ganz bestimmt. Der Widerstand in Paris unterstützt uns jetzt. Das Regime ist voll am Arsch, Mann. So, was machen wir jetzt hier? Das ist eine ziemliche Sackgasse. Okay.